Ich werde dieses Video damit beginnen, dir zu sagen, dass Kälte dich jederzeit begleiten sollte. Denn in jedem Moment des Lebens kann eine Gelegenheit, eine Verhandlung oder sogar Hindernisse auftreten und der beste Weg, damit umzugehen, ist, kühl und rational zu sein. Das liegt daran, dass dir sehr nahe stehende Personen dir schaden könnten und du musst etwas dagegen tun. Du musst dich darauf konzentrieren, deine Emotionen nicht zu hören und nur deine Rationalität zu nutzen, um alles auf die bestmögliche Weise zu lösen. Kälte ist also kein Verhalten, das du gelegentlich zeigen solltest. Es sollte etwas sein, das in dir existiert und ein gut ausgebildetes Verhalten sein, damit du jederzeit bereit bist, Vernunft und nicht Emotionen zu nutzen. In diesem Video werde ich dir einige Tipps geben, wie du die besten Entscheidungen treffen und die Dinge klarer sehen kannst. Die erste Einstellung ist, deine Emotionen nicht zu hören. An diesem Punkt ist es notwendig, eine schnelle Analyse durchzuführen. Du kennst diese Situation, in der du mit jemandem sprichst und dich dann fragst, soll ich dieser Person sagen, was ich denke oder plane zu tun? Dann bleibst du mit diesem Zweifel, bis du schließlich eine Entscheidung triffst. Viele Male stammt dieser Wunsch, jemandem etwas zu sagen, aus unseren Emotionen. Und das Problem ist, dass oft die Entscheidungen, die in diesen Momenten getroffen werden, von deinem emotionalen Zustand kommen. In diesen Momenten musst du Vernunft walten lassen. Nimm dir einen Moment Zeit und überlege, lohnt es sich, der Person zu sagen, was du denkst? Analysiere, ob du es wirklich sagen willst, weil du glaubst, dass es richtig oder notwendig ist, oder ob es nur deine Emotionen sind, die dich dazu drängen. Es ist sehr wichtig, dass du diese Analyse machst. Zum Beispiel nehmen wir eine Situation an. Du sprichst mit einem Freund und fragst dich, ob du ihm von einem Geschäft erzählen sollst, das du planst. Du bist sehr begeistert, ihm davon zu erzählen, weil du so aufgeregt und motiviert bist. Aber das ist das Problem. Du bist aufgeregt und vielleicht ist das der Hauptgrund, warum du ihm das erzählen willst. Was du dann tun solltest, ist, die Vorteile und Nachteile des Erzählens abzuwägen. Versuche, vor dem Handeln nachzudenken. Willst du meine Meinung hören? Wenn es keine Vorteile hat, es deinem Freund zu erzählen, dann erzähl es ihm nicht. Es lohnt sich nicht. Versuche, deine Emotionen in diesen Momenten zu kontrollieren, denn dein emotionaler Zustand ist viel kommunikativer als dein rationaler Zustand. Eine weitere wichtige Einstellung ist, Emotionen beiseite zu legen, um dich auf etwas zu konzentrieren. Zum Beispiel, du bist sehr wütend und nervös, weil ein Familienmitglied, das bei dir lebt, mit dir gestritten hat und jetzt ist dein Kopf nur noch mit diesem Streit beschäftigt. Trotzdem hast du viele Pflichten zu erfüllen, sei es für deine berufliche Arbeit oder deine Studien. Was wäre also die richtige Einstellung? Den Gedanken zuzuhören, die dich immer wütender machen und sogar die Möglichkeit eines weiteren Streits erhöhen oder dich einfach auf deine Verantwortlichkeiten zu konzentrieren? Offensichtlich wäre die Antwort, sich auf das zu konzentrieren, was du tun musst. In solchen Momenten darfst du keine Gedanken füttern, die dich zur Wut oder zu intensiven Emotionen führen, die deine Rationalität beeinträchtigen. Wenn du dort bleibst und diese Gedanken nährst, werden 2 oder 3 Stunden vergehen, bevor du es merkst, und du wirst immer noch am gleichen Ort sein, ohne eine deiner Aufgaben erledigt zu haben. Mit anderen Worten, du hättest Zeit damit verbracht, eine Emotion zu nähren, die nicht einmal wichtig ist, anstatt deinen Tag produktiver zu gestalten. Übernehme die Einstellung, Emotionen zu bemerken, die sich nach einer Situation in deinem Kopf aufstauen. Wenn du diese Emotionen abschneiden oder kontrollieren kannst, wird sich dein Kopf klären und du wirst dich auf die Erfüllung deiner täglichen Aufgaben konzentrieren können. Jetzt werde ich speziell über Wut sprechen, da es ein Thema ist, das ich für äußerst notwendig halte. In deinem Leben wirst du auf Gegner stoßen, das ist kein Geheimnis. Aber wenn du nicht kühl genug bist, um dich diesen Personen zu stellen, wirst du sie nie überwinden können. Marco Corleone, eine Figur aus der Der Pate-Trilogie, sagt, dass du deine Feinde niemals hassen solltest,
weil das dein Urteilsvermögen beeinträchtigt. Und er hat absolut recht. Wenn du deinen Gegner so sehr hasst, kannst du nicht klar denken und ohne zu vernünftig zu sein, wirst du nie einen guten Plan entwickeln können, um ihn zu besiegen. Darüber hinaus bist du, wenn du von Wut erfasst wirst, leicht manipulierbar. Wenn dein Feind dir ein Ziel vor die Nase hält, wirst du wie ein Stier darauf losstürmen, um dieses Ziel zu zerstören und denkst, dass du deinem Feind Schaden zufügst. Es ist offensichtlich, dass du manipuliert wirst. Wie ich gesagt habe, bist du in diesen Momenten der Manipulation wie ein Stier. Wenn du sehr nervös bist, wirst du alles angreifen wollen, was dir in den Weg kommt. Aber du wirst nicht merken, dass du möglicherweise genau das tust, was die Person wollte, dass du tust. Also setze dich niemals in diese Situation, in der du deinen Gegner hast. Du solltest ihn respektieren. Nur so wirst du die Ruhe haben, ihn vollständig zu analysieren und so die notwendigen Informationen zu erhalten, um ihn zu besiegen. Nachdem ich über Wut gesprochen habe, denke ich, dass ich auch über Liebe sprechen muss. Dieses Gefühl ist das, was viele Menschen am meisten verblendet. Tatsächlich glaube ich, dass es eine der besten Emotionen ist, die ein Mensch erleben kann, aber auch eine der gefährlichsten. Wenn du es zu sehr nährst und dich der Liebe hingibst, wirst du blinder sein als bei Wut und es kann sogar noch schmerzhafter sein. Also, Liebe ist etwas, mit dem man sehr vorsichtig sein muss und natürlich, indem man romantische Beziehungen als Beispiel nimmt. Schließlich ist es eine der Situationen, die die Liebe am besten repräsentiert. Die Idee, die ich dir vermitteln möchte, ist nicht dir zu sagen, dass du völlig kühl sein und keine Liebe für die Person neben dir empfinden sollst. Das ist es nicht. Die Botschaft, die ich dir vermitteln möchte, ist, darauf zu achten, die Liebe nicht so weit zu nähren, dass du keinen Raum mehr für deine Rationalität lässt. Nehmen wir an, dein Partner hat etwas getan, das dich tief verletzt hat, und dann denkst und sagst du, oh, aber ich liebe sie so sehr, ich werde ihr verzeihen, weil du glaubst, dass es eine gute Begründung ist, bei dieser Person zu bleiben. Aus meiner Sicht, wenn sie dich so enttäuscht hat, dass dein Vertrauen gebrochen ist, musst du die Situation kühl analysieren und sehen, ob es sich lohnt, mit dieser Person weiterzumachen. Wenn die Antwort deiner Rationalität Nein lautet, dann lohnt es sich nicht mehr. Achte auf die Vernunft, anstatt dich wieder von der Liebe blenden zu lassen. Also sei vorsichtig. Liebe kann dich auf einen extrem schmerzhaften Weg führen, ohne dass du es überhaupt bemerkst. Zum Schluss sprechen wir über Verhandlungen. Wenn es um Geschäfte geht, solltest du es nicht persönlich nehmen. Nur wenn es darum geht, die Gefühle der anderen Verhandlungspartei zu verstehen, wenn du versuchst, einen Vorteil zu erlangen. Aber wenn es darum geht, eine Verhandlung nur zu erleichtern, weil die andere Partei ein Familienmitglied oder ein enger Freund ist, vergiss es. Es ist ein Fehler. Geschäft ist ein Bereich, in dem du noch kälter und berechnender sein musst. Halte immer im Kopf, dass Geschäfte Geschäfte sind und dass Familie und Freundschaften davon getrennt sind und immer getrennt bleiben sollten, insbesondere wenn eine Verhandlung Geld betrifft. Versuche, diese Lektion fest in deinem Kopf und in deinem Leben zu behalten. Bist du an weiteren Tipps interessiert? Dann schau dir unser Video, wie man Respekt gewinnt, an. Klicke jetzt oben rechts auf dem Bildschirm. Wenn dir das Video gefallen hat, abonniere den Kanal und vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren, um immer über neue Videos informiert zu werden. Und natürlich, hinterlasse dein Like und deinen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video.